Willkommen zurück zu Soma. Es geht hier weiter in dem Zimmer von Ross. Da sind wir noch nicht durch mit den Infos, die wir hier bekommen könnten. Die wir nur bekommen, weil wir dank seiner Hilfe den Code erhalten haben. Es ist ja schon... Ich bin echt gespannt, was da rauskommt, weil er ist ja wirklich anders. Ich meine, die anderen sind ja von dieser KI ja, mutiert worden und nicht mehr sie selbst. Aber warum hat er noch seinen Geist, sage ich mal? Warum hilft er mir? Das, wie ist das möglich? Da bin ich noch sehr gespannt, was da noch so kommen wird. Wie dem auch sei, irgendwie ist meine Tastatur, als wäre da irgendwas... Naja, egal. Wir waren hiermit noch nicht fertig. Wir haben uns nämlich das Tagebuch zwar durchgelesen, aber noch nicht die Aufzeichnungen angehört. Und die könnten sehr interessant sein. Beginnen wir mal mit Equilibrium. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volcheck to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Mhm. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. Yeah. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Ja, leider kam diese Erkenntnis nur ein bisschen zu spät. Dann war schon alles zu spät. Und jetzt ist die Sache wohl nicht mehr zu retten. Aber gut, mal sehen, vielleicht ja doch noch irgendwie. So, was gibt's hier eventuell sonst noch? Den Computer kann ich nicht ran. Hier sind noch ein paar Skizzen, die uns nicht unbedingt was sagen. Hier, das Buch braucht man nicht. Hier sehen wir nochmal totalen Wischiwasch. Den ganzen Stationen können wir jetzt auch nichts mit anfangen. Hier haben wir noch Bilder. Was ist das? Ich weiß es nicht, sieht aber wichtig aus. Kann die Schrift auch nicht lesen. Ist das dieses Kernstück, von dem erzählt wurde? Das jetzt wie eine Art Herz ist? Für WoW? Man könnte es meinen, ich weiß es nicht. Noch mehr komische Skizzen. Schick. Okay, haben wir hier noch was? Da sollte ich langsam gehen. Ich gehe ungern, denn es wird bestimmt böse. Ich glaube, ich wollte zuerst hochgehen, die Krankenstation. Aber da soll irgendjemand liegen oder so. Ist bestimmt schon verwandelt. Aber vielleicht mache ich mir auch zu viele Sorgen. Okay, aber sonst hat sich hier nichts ergeben. Es waren trotzdem interessante Logs, die ich finde. Ja. Kann ich mir den mitnehmen? Gefällt mir. So. Schön. Einfach, weil ich es kann, Leute. Das Buch? Nee, das Buch will er nicht. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Da liegt noch was. Aber ich meine, das hätte ich mir schon angeguckt. Ja.
Okay, dann gehe ich mal. Jetzt müssen wir wohl. Wie gesagt, ich gehe erst nach... Ach, da habe ich absichtlich wieder zugemacht, nicht wahr? Genau, weil da ja die Leute drin lagen. Das war mir nicht so ganz geheuer. Wir gehen nach oben. Gucken wir mal. Da lang. Aha. Da liegt, da sitzt jemand. Bewegt sich noch leicht, sieht aber noch sehr menschlich aus. You. You're different. Kann er noch reden? Nice suit. Used to have one just like it. So. Wie konnte die sich hier am Leben erhalten? Arschestatus im Betrieb. Das ist aber nicht Catherine, oder? Lebenserhaltung, ach damit. Can I help you with anything? Das ist aber nett. Are you human? Sarah Lindwall. Ah. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. I still can't believe I'm the last one. It's crazy. Das ist aber wirklich. I'm glad you came by. Good to get this over with. Das ist aber wirklich. If I knew you'd come, I could clean this place up a little bit. Ich trau mich nichts zu sagen. Das unterbricht sie mich wieder. Wow. Das ist jetzt aber auch wieder so ein halber Brainfuck, oder? Das muss man halt auch realisieren. Der letzte lebende Mensch. Und ich kann natürlich wieder entscheiden, ob ich den letzten lebenden Mensch, den echten letzten Mensch auf dieser Welt töte. Warum kann sie es nicht deutlicher sagen? Du könntest mich töten. Warum bittet sie nicht um den Tod? Oder? Nee, es muss meine Entscheidung sein. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Okay, jetzt hat es mir ein bisschen eindeutiger gesagt, dass sie nicht mehr leben möchte unter diesen Umständen, was ja auch wirklich nicht mehr als Leben fast zu bezeichnen ist. Dann werde ich ihr diesen Wunsch erfüllen und das hier. Please don't leave me like this. Nee, keine Sorge. Muss ich das jetzt die ganze Zeit so rumschlappen mit mir? Ist das die Arche?
Irgendwie habe ich mir das Ding viel größer vorgestellt. Oder ist das nur so ein... bei Arche-Status? Das müsste eigentlich sein. Also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt mit der Arche. Aber gut, es hieß ja, ich muss die Arche ja auch zu Fei bringen. Nicht Vieh. Wollen wir noch mal reden? Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? Oh, man. None of this feels right. Simon, I want to die. Sarah. Just think about it. Ich kann sie ja verstehen, mehr oder weniger, auch wenn es einfach wieder so eine traurige Angelegenheit ist. Don't let me down. Knock it out of the park. Good luck, Simon. Be careful. Don't let me down. Okay. Oh Mann, es tut mir so leid, aber ich werde jetzt den letzten Menschen auf Erden töten. Das ist so traurig. Lebenserhaltung. Ein Wunder, dass sie überhaupt die ganze Zeit sich am Leben erhalten hat. Vielleicht noch immer mit der Hoffnung, dass Leute kommen und sie retten. Aber ich musste ja, sie ja leider realisieren, dass hier nichts mehr von übrig ist. Deaktivieren. Would you stay with me, please? Natürlich. It won't be long now. Just, please, just stay. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there to the stars. Oh Mann, das ist sehr bedrückend. Sarah, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir noch einen echten Menschen sehen. Da scheidet er dahin. Oh, okay, wir können sie jetzt auch gleich hier befummeln. Nein, wir werden natürlich ein bisschen noch in ihre Erinnerung abtauchen. The black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Ah, okay. Dann ist das eben so. Aber wir haben was viel Besseres wie die Blackbox gehabt. Wir konnten nochmal mit einem richtigen Menschen ganz normal reden. Ein letztes Mal. Oh Mann. Intercom. So, was haben wir denn da jetzt alles? Ach, da gibt es doch eh wieder nichts. Aber wir probieren es natürlich trotzdem wieder durch. Sie hat es bestimmt auch schon unzählige Male probiert, hier irgendjemanden zu erreichen. Die Hoffnung nie aufgegeben. Bis jetzt. Ja, da tut sich nicht viel. Krankenstation, das sind wir ja.
Ja, wie zu erwarten war. Nichts mehr da. Türverriegelungen. Ist ja alles offen, ne? Ja, da muss ich ja nichts mehr machen. Das nervt jetzt aber gerade mit dem Daueranruf. Könntest du bitte dich wieder... Hallo? Auflegen. Ich bin selbst schuld, wenn ich nicht auflege. So, Fotos. Aha. Das ganze Team. Catherine. Eventuell. Wie sie gemeint hat, ja, sie hat sich sogar mit Catherine verstanden, weil sie ein bisschen ruhiger war oder so. Scheint Catherine doch in Ordnung zu sein. Ich fand es nämlich sehr beruhigend, dass sie diese ganze Geschichte von der Arche und so, der Plan, dass sie den gerade unterstützt hat. Vielleicht ist Catherine doch nicht böse. Weil das hat mich jetzt gerade doch ein bisschen beruhigt, dass ich hier nicht irgendwie verarscht werde. Die hätte mich bestimmt nicht angelogen jetzt, dieser Situation. Das defekte Daten wiederherstellen, bitte. Ich hätte erst mir das Zeug angucken sollen und dann sie töten sollen. Vielleicht hätte man darüber noch reden können, was ich da jetzt so lese oder entdecke. Naja, jetzt ist es zu spät. Partielle Datenwiederherstellung erfolgreich. So, Notfallrationen von Nadine Masters. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmliche Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 finden lassen, sollten Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Letzter Zugriff von Sarah Lindwall. Ja, natürlich, letzter Zugriff von ihr. Und hier, Ernährung durch die Venen von Richard Holland. Eine Anleitung, um bewusstlose und komatöse Kollegen mit Infusionen am Leben zu erhalten. Veränderungen von Astrid Queer. Methoden zur Platzschaffung für zusätzliche Nutzlast. Nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Letzter Zugriff von Catherine Chan. Catherine Chan... Also Catherine könnte ja unter Umständen auch noch leben, ne? Rein theoretisch. Ich bin mir ganz sicher, dass wir sie noch finden werden. Nur in welcher Art, das ist die Frage. Aber kürzlich geöffnete Dokumente und zuletzt ist es schon ein Hinweis, dass sie zumindest lange überlebt hat. Sarah hat sich die Dokumente vielleicht einfach nicht mehr angeguckt. Aber die anderen hat sie sich... Ach, ich weiß ja auch nicht. Hoffen wir einfach mal, dass sie vielleicht noch lebt, wer weiß. Wieso kann ich das Bild nicht nehmen? Weil ich jetzt das riesenfette Gerät hier... Kann ich mir keine Bilder mehr angucken? Das finde ich einfach gemein. Sonst nimmt er die doch immer hoch und so, aber... Das geht jetzt nicht mehr. Ich kann das auch nicht mehr zurück. Tag 312. Okay. Ich denke, hier ist jetzt nichts mehr. Ah, was kann ich hier machen? Ach, ich hätte mich da hinsetzen können. Hätte ich auch so mit ihr plauschen können oder was? Okay. Ja komm, dann steh wieder auf. Irgendwie fühlt das sich jetzt mit dem Teil träger an. Okay, was kann ich da jetzt nochmal was machen? Nee. Gut, ich schätze, das war's. Wir haben das, wofür wir hier sind. Jetzt müssen wir zu dieser Fei-Weltraumkanone. Bin ja echt, ich hätte jetzt gedacht, da ist ein Vieh oder sowas. Nein, ein echter Mensch, der letzte Mensch. Ach, das ist so eine krasse Story, das muss man einfach... Ja, wie wollen wir das denn sonst jetzt machen? Gab es hier noch einen anderen Weg? Simon, red mit mir. Kannst du das irgendwo runterschmeißen oder... Ja, wie macht man das jetzt? Kann ich da doch noch mal, doch was machen hier? Nee, nee. Türverriegelung, wartet mal. Gibt's hier noch eine... mit dem Ding. Damit werde ich das transportieren können. Nur... alles klar. Come on, Room. Ach ja, das Ding kommt dann in den Dive Room. Okay, alles klar. So. Runter damit. Na? Warum geht das nicht? Oder, ach, ich kann es damit push up to call.
Ich kann nur damit rufen. Das heißt, ich muss in den Dive Room und dort dann das, die Taste drücken. Okay, jetzt kann ich mir noch die Bilder angucken. Jetzt geht das wieder. Jetzt hat er die Hände wieder frei. Ja gut, aber warum jetzt, logisch gesehen, warum sollte die Arche auch so groß sein? Es sind ja alles nur digitale Kopien und so, deswegen muss das ja nicht so überdimensional groß sein. Es ist schon bewundernswert, dass Sarah hier einfach die Stellung gehalten hat bis zum bitteren Ende. Dass sie auf die Arche auch aufgepasst hat, hier immer noch alles aktiv erhalten hat. Das ist wirklich absoluter Respekt. Jetzt hat sie ihren Seelenfrieden, den sie sich absolut verdient hat. Und wer weiß, vielleicht hüpft sie bald digital hier in einer wunderschönen Welt rum. Dann hat sie es irgendwie ja doch noch rentiert. So, das war jetzt natürlich ein ganz wichtiger Moment für dieses Spiel. Und ich bin ja jetzt mal gespannt. Wisst ihr, was bringt eigentlich gar nichts, wenn ich das jetzt in den Dive Room befördere, fällt mir gerade ein. Weil ich ja eh noch weiter runter muss. Jetzt müsste es ja gleich wieder abgeben, deswegen gehen wir jetzt mal runter. So. Das ist ja jetzt quasi eventuell wirklich unser letzter Moment hier, die letzte Mission. Ich befürchte, jetzt wird es nochmal abgehen hier. Wirkt alles ruhig. Noch. Da ist der Lift. Gut. Ich werde mir das erste Mal... Oh nein. Oh nein, was passiert jetzt? Was war das? Oh shit, ich bin sofort oben, wenn da jetzt was kommt. Das war ja klar, dass jetzt noch irgendwas passieren muss. Dass wir da nicht so gemütlich zur Weltraumkanone kommen. Ich lasse das Ding erstmal da oben. Vielleicht ist es erstmal... Weil ich mit dem Teil da rumschlappen, wenn während was anderes kommt. Ich weiß ja nicht. Terminal locked. Oh. Mal abwarten. Was ist hier eigentlich? Ach, sieht das so Anzugskabinen. Okay. Was sind das jetzt für ein Geräusch schon wieder? Oh Mann, macht mich halt kirre. So. Erstmal öffnen. Oh shit. Das ist jetzt... Obwohl, das ist eigentlich egal, oder? Weiß nicht. Soll ich erst noch das Detail holen? Aber eigentlich egal, oder? Na gut. Okay, passiert hier nichts. Okay, sieht sicher aus. Dann werde ich jetzt doch mal die Arche herrufen. Und jetzt ist sie nicht mehr drin. Jemand hat sie gestohlen. Das wäre es ja jetzt. So, wo kommt das Teil hin? Da auch hin? Oder soll ich es weiterhin? Place here. Alles klar. Da liegst du gut. So, ich mache mir hinter mir die Tür zu. Gucken wir uns das an. Oh ja, wir können auf... Okay, genau, wir müssen erstmal schwenken. Nehme ich an. Was? Keine Fracht erkannt, aber... Okay, abwarten. Warte auf Fracht. Ark 001, Nutzlast 20 Kilo. Benutzer Catherine Chan. Konfigurieren. Fehler 94, Konfigurationsfehler. Was heißt das? Anbringen? Ja, wahrscheinlich. Achso. Fracht erstmal angebracht, ja. So, jetzt Config. Fehler, okay. So, das ist verpackt, nehme ich mal an, so wie es sein muss. Zugriff gewährt. So. Was passiert?
passiert jetzt? Was soll ich jetzt machen? Rot, komme ich nicht mehr raus. Ich glaube, wir werden gleich im Wasser sein. Wenn es so weitergeht. Ach, hier, Sequenz angehalten. Druckausgleich unmöglich. Ja, nu. Druckdifferenz. Außen, innen. Status. Kann aber nichts daran ändern an der Maschine. Zugriff ist hier noch gewährt. Die Arche kann ich nicht irgendwie nehmen. Muss ich jetzt noch irgendwo separat hin und was... Ja gut, dann machen wir das halt. Ah, wie geht's dem Druck? Ah, der wird schon besser. Boah!